Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Video der super spannenden Catrice Update 2022 Videoreihe. Ihr habt es am Montag wahrscheinlich schon gesehen, falls nicht, verlinke ich es euch einmal hier im i oder unten in der Infobox. Catrice hat ein neues Sortiment rausgebracht und diesmal ist es so verdammt viel, dass ich mir gedacht habe, wir müssen das aufteilen. Es sind so viele verschiedene Produkte und ich habe heute für euch die Kategorie Eis. Es dreht sich um Lidschatten, es dreht sich um Augenbrauen, es dreht sich um Mascaren, Mono-Lidschatten, Lash-Glues. Wir haben alles mit dabei und ich werde euch heute alles zeigen, alle Preise einblenden und mit euch so ein kleines First Impression, eine Reaktion auf das Update geben. Wenn ihr Produkte ganz besonders spannend findet, die ich euch in diesem Video zeige, aber auch in dem, was am Freitag kommt oder das, was am Montag war, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, denn so kann ich nächsten Montag ein Video zu den Produkten machen, die ihr sehen wollt. Damit ihr einmal alles gesehen habt und ich das nicht in einem Video, was dann bestimmt 2 Stunden geht, das schaut sich niemand mehr an. Ich könnte mein Gesicht auch nicht 2 Stunden am Stück ertragen. Habe ich gedacht, wir teilen das auf und wir machen auch heute direkt los mit der nächsten Kategorie. Falls ihr neu seid und keins meiner neuen Sortiments-Updates-Videos verpassen wollt, abonniert unbedingt jetzt einmal den Kanal und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe eben schon 1 Stunde für den ersten Teil gedreht. Jetzt nochmal 1 Stunde für diesen Teil und nochmal 1 Stunde für den dritten Teil. Da würde ich mich über ein Like und einen lieben Kommentar freuen. Und huscht einmal schnell zu Instagram rüber, denn eventuell gibt es da ein kleines Gewinnspiel. Alright, die Kategorie Augen ist für mich in diesem Jahr ganz besonders spannend, finde ich. Denn durch Corona und durch die ganzen Masken ist der Fokus natürlich viel begrenzter auf die Haut, auf die Augen. Wir tragen weniger Lippenprodukte. Ich bin sehr gespannt auf das Video am Freitag, was ich im Anschluss drehe, denn dort habe ich sehr viele Lippenprodukte. Aber wir starten mit 2 Mascaren. Und da habe ich hier die Pure Volume Mascaren in 2 verschiedenen Versionen. Wir haben hier einmal die Waterproof Version in diesem super schönen blauen, rosé-goldenen Design. Die Kappe ist so ein bisschen gewellt, sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und die soll wasserfest sein mit Rizinusöl und Mandelöl. Die ist auch vegan und das Bürstchen ist ein recht klassisches, aber doch recht schmales Bürstchen mit, ich würde sagen, Gumminoppen, die so ein bisschen ineinander gedreht sind. Oh mein Gott! Ich habe gar keine Mascara drauf und ich habe schon ein Video gedreht. Ich habe ja nicht mal Lashes drauf. Was für ein Zufall! Oh, einmal mit Profis arbeiten. Aber wie schön, wir testen tatsächlich gleich einmal diese Mascara hier. Ihr werdet natürlich jetzt nicht so viel sehen. Ich kann es euch nur beschreiben. Macht sehr schön schwarz, sehr schön lange Wimpern. Oh ja, krass. Okay, also First Impression, die gefällt mir schon sehr, 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 sehr gut. Ich bin noch ein Depp. Ich bin gespannt, wie viel es von euch im letzten Video aufgefallen ist. Profis. Also Mascara First Impression, super, super spannend. Ich bin gespannt, wie wasserfest sie ist. Ich habe natürlich immer so ein bisschen Probleme beim Abschminken dann bei wasserfester Mascara, aber kleiner Tipp, ich habe aktuell eine Valentinstags-Aktion auf meinem Shop. Da kriegt ihr 14% auf alle Produkte. Schaut gerne in meinem Shop vorbei. Ich habe hier aber noch die andere Mascara. Ich schaue mal, ob die ähnlich ist. Ja, das Bürstchen, würde ich sagen, ist jetzt gleich. Ist nicht wasserfest, ist aber auch mit Rizinusöl und Mandelöl. Rizinusöl soll dafür bekannt sein, dass es hilft, die Wimpern zu pflegen und so ein bisschen das Haarwachstum anzuregen. Bin ich sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Jetzt First Impression mäßig, aber auf den Augen, da ich ja noch nichts drauf hatte, gar nicht schlecht. Dann gibt es ein Produkt, was ich schon getestet habe und auch schon trage. Und da bin ich super happy drüber. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, dass Merve und Essence einen Augenbrauenkleber rausgebracht haben, mit dem ihr eure Augenbrauen wirklich fixieren konntet. Und das war ja eine LE. Und Catrice hat das Ganze auch nochmal rausgebracht. Lift and Laminate. Und das trage ich heute. Sonst habe ich ja immer das, wie heißt es, Anastasia Beverly Hills Brow Freeze benutzt. Das ist super, super gut. Das habe ich tatsächlich auch schon benutzt und liebe ich. Ich habe bei dem von Gatubi euch immer gesagt, dass das Problem ist, dass man da nicht mehr durch kann. Das Schöne hier ist, du kannst danach nicht mehr durchgehen. Also das macht die so, so bretthart, die Augenbrauen. Ich liebe das. Und wenn man sie dann noch an die Haut ranpresst, dann habt ihr wirklich diesen Fluffy Bushy Brow Effekt. Liebe ich jetzt schon eins meiner Top-Favoriten. Das ist ultra stark, ist auch vegan und also mag ich sehr, sehr gerne. Gibt es auch nur in dieser einen Version, 01,
Ultra Hold. Ihr seht, hier ist es durchsichtig, hier, weil ich schon benutzt habe, schon so ein bisschen milchig. Das Thema Augenbrauen scheint in diesem Update auch ganz besonders wichtig zu sein. Der Augenbrauentrend verändert sich ja irgendwie alle 2 Jahre. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe mit YouTube, war diese Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade total im Trend. Und mittlerweile ist es dieses Fluffy. Man sieht jedes einzelne Härchen. Sie sind leicht, sie sind natürlich, sie sind voll. Ist ein bisschen doof für alle, die sich die super dünn gezupft haben in den 90ern. Jetzt ist der volle Trend, deswegen geht nicht unbedingt immer mit jedem Trend mit. Macht einfach das, was euch am besten gefällt. Catrice hat aber verschiedene Produkte für die Augenbrauen rausgebracht. Unter anderem ein Brow Powder Set. Gibt es auch in verschiedenen Farben, in 010 und in 02. Hier ist ein Pinsel und ein kleiner Spoolie mit drin. Die 02 ist wesentlich kühler und die 01 ist etwas wärmer. Das soll wasserfest sein und auch das ist komplett vegan. Ich glaube sogar, dass Catrice mittlerweile komplett vegan ist. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, ich vermute es nur, aber so ein Augenbrauenpuder benutze ich immer ganz gerne, um so kleine Lücken aufzufüllen. Das macht die Braue dann matt. Das Ganze benutze ich sehr, sehr gerne, um zwischendrin einfach mal so ein bisschen zu konturieren. Und kleiner Tipp für meine 3 Männer, die zuschauen, ihr könnt damit sehr, sehr gut euren Bart auffüllen. Mache ich auch ganz gerne. Vor allen Dingen hier habe ich so ein paar Stellen, die immer ein bisschen... ja, nicht ganz so mit Haaren gesegnet sind und mit dem Spoolie einfach rein und dann ganz leicht einarbeiten. Nicht Harald Glücklaster und eine Kontur ziehen, sondern wirklich nur so punktuell ein bisschen aufsetzen und ihr habt einen volleren Bart. Sieht super, super natürlich aus. Es gibt aber noch was anderes und da bin ich sehr gespannt, wenn wir das Ganze testen. Und zwar ist das ein Brow Fix Soap Stylist. Das Ganze gab es im letzten Update, glaube ich, schon. Das ist ja diese Augenbrauenseife. Ist ähnlich wie das hier. Ich persönlich war nicht immer so ein Freund davon. Hier gibt es das Ganze jetzt aber nochmal mit Farbe. Wir haben das Ganze in der Farbe 020 Light Brown und 030 Dark Brown. Da bin ich super gespannt, weil in meinem Kopf, wenn ich das aufschäume mit einem Spoolie und dann durch meine Augenbrauen gehe, mache ich mir dann die Foundation dunkel. Bin ich sehr gespannt, aber das ist wirklich für diesen super, super, super natural Augenbrauen-Look gemacht. Falls ihr recht helle Haare habt, es aber mögt, wenn eure Augenbrauen ein bisschen dunkler sind, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ihr einfach nicht zusätzlich Produkt noch braucht. Ihr braucht nicht das Brow Super Glue Produkt, ihr braucht kein Puder, ihr braucht keinen Augenbrauenstift. Bin ich gespannt, testen wir definitiv nächsten Montag. Dann gibt es eine Erweiterung zu der Slimmatic Ultra Precise Augenbrauenstift Reihe. Und zwar haben wir jetzt die Farbe Ash Brown und Espresso. Espresso ist sehr, 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 sehr dunkel, glaube ich. Ich swatch euch das Ganze einmal kurz. Geht so ein bisschen, ja schon fast, ja, das ist fast ein Schwarz. Super, wenn ihr dunkelbraune Haare habt und wirklich präzise Haare einzeichnen wollt. Ich habe es neulich in dem Video gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, dass ich meistens wirklich zu diesen günstigen Augenbrauen tendiere, Augenbrauenprodukten tendiere. Ich liebe die Slimmatic-Produkte, sie sind günstig. Da tut es nicht weh, wenn man das 2-mal, 3-mal öfter kauft. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe natürlich jetzt schon den Glue mit drin und da ist es dann recht schwierig, mit Produkt nochmal rüber zu gehen. Aber 2 neue Farben, wirklich schwarz und ein sehr, sehr kühler Ton, der weder grün noch warm ist. Super spannend, schöne Ergänzung. Das muss ich sagen, Catrice hat wirklich dieses Mal, ich habe es auch schon im ersten Teil gesagt, so ein bisschen darauf geachtet, dass die Produkte, die beliebt sind, aber noch nicht ausgereift sind, beziehungsweise von der Shade Range ausgereift waren, einfach ergänzt hat. Und das ist eine super Sache, weil ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel gesehen auf der Make-up-Welt. Es gibt alles. Du kannst dir nicht vorstellen, was es alles gibt. Es gibt irgendwas, was du nicht haben möchtest und es gibt ein Produkt dafür. Sehr spannend und da wird es natürlich super schwierig, ein komplett neues Produkt auf den Markt zu werfen, was es so noch nie gab. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn einfach Produkte, die beliebt sind, einfach ergänzt werden. 2 neue Farben, super spannend. Hier gibt es eine neue Mascara, auch das ist eine Erweiterung der Mascaren, die es im letzten Update gab. Da war die, glaube ich, blau und neon-orange. Das ist die Maxit Volume and Length Mascara. Hier sollen Lash Extension Fibers mit drin sein. Das heißt, an dem Bürstchen, was ein recht schmales, super spannendes, gummiertes Bürstchen ist, die Noppen sind ganz, 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 ganz klein und spitz, sorgen dafür, dass diese einzelnen künstlichen Haare sich auf eure Wimpern legen. Und wenn ihr damit ordentlich durch die Wimpern geht, habt ihr wirklich wie so eine Lash Extension. Wir gehen jetzt einfach mal rüber, schauen mal, ob das funktioniert. Ach, verrückt, Wahnsinn. Okay, also selbst als 3. oder 4. Schicht sorgt es dafür, dass einfach nochmal so ein paar extra Haare mit zu den Haaren kommen, die ihr habt. Mag ich sehr, sehr gerne. Es gab mal eine Zeit,
erinnere ich mich noch, da gab es diese Lash Fiber Mascaren in Weiß. Und dann hast du aber das Problem gehabt, die mit Schwarz oder Braun abzudecken. Deswegen in Schwarz gar nicht schlecht. Auch da bin ich gespannt. Schreibt mir dann gerne in die Kommentare, welche Mascara ich auch wirklich in dem Video testen soll. Wir haben drei verschiedene. Ein Produkt, was ich auch schon kenne, das ist ein Lash Glue Eyeliner. Da bin ich super gespannt, wie das Ganze funktioniert. Das soll ein Eyeliner sein, der gleichzeitig als Wimpernkleber fungiert. Bin ich ein bisschen skeptisch, bin ich ehrlich. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Man soll es wirklich einfach auch anwenden können. Eyeliner ziehen und dann die Wimpern raufkleben. Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare. Ich habe es aber fast vergessen und da freue ich mich riesig drüber. Es gibt nämlich den On Point Brow Liner. Den gab es schon mal, ich glaube, vor einem Jahr im Update. Dann wurde er, glaube ich, rausgenommen. Und das ist so ein Liner, den ich ganz gerne benutze, um Haare reinzuzeichnen. Die Spitze ist diesmal ein bisschen anders als beim letzten Mal. Ihr könnt damit viel, viel feinere Härchen malen. Das ist jetzt die Farbe Dark Blonde. Ist eine recht kühle Farbe. Dann haben wir Warm Brown, wesentlich dunkler. Die Farbe Dark Brown, die so ein bisschen wärmer wahrscheinlich sein wird. Ach, verrückt. Nee, gar nicht. Das ist wirklich ein sehr, sehr kühler, dunkler, brauner Ton. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr euch das Ganze anschauen könnt. Und zu guter Letzt Medium Brown, die auch ähnlich ist. Ist ein bisschen grünlicher vom Unterton. Sorgt dafür einfach, dass die Haare so ein bisschen dichter und matter aussehen. Vier verschiedene Farben zur Ergänzung. Ich glaube, die anderen wurden rausgenommen und sind jetzt wieder da. Finde ich gut. Ich glaube, da gab es damals sogar ein bisschen Ärger, dass die Produkte rausgenommen wurden. Dann freue ich mich ganz besonders über zwei weitere Monolidschatten. Ich weiß, dass ihr ganz besonders heiß auf Monolidschatten seid. Finde ich super spannend, Monolidschatten zu benutzen. Ich sammle das natürlich auch so ein bisschen. Ich weiß, dass es im letzten Update zwei ganz besondere gab, die ich über alles liebe. Wir haben hier die Farbe Pink Peony. Das ist ein, ja, so ein, ich würde ihn fast als Brickton, so ein bisschen Backsteinton bezeichnen, der so einen leichten Schimmer hat. So wirklich einen Aprikoton würde ich ihn beschreiben. Schimmert so ein bisschen Gold, ist aber nicht so ein grober Glitzerton, wie ich ihn jetzt auf den Augen trage, sondern ein ganz subtiler Schimmer. Also wirklich ein Ton, den man recht vielseitig einsetzen kann. Ich kann mir den super, super gut als Blush vorstellen. Und da bin ich ehrlich, schade, dass es keinen Blush im neuen Update gab. Wir hatten zwar letztes Jahr den Oil Infused Blush, der war super beliebt. Ich liebe den, ihr liebt den auch, aber den kann man mit Sicherheit auch gut als Blush benutzen. Und dann haben wir einen Ton, der super gut zu meinem Look heute passt. Das ist die Farbe Lime Pie. Der geht so ein bisschen in die hellere, grünere Version. Super shimmery. Also das ist wieder so ein flaky Schimmerton. Wow. Recht hell, aber trotzdem diesen leichten grünen Touch mit drin. Ich gebe mir den jetzt auch direkt einmal in mein Inner Corner. Passt perfekt zu diesem Look. Wow. Super, super schöner Ton. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Monolidschatten tragt. Benutzt ihr das? Sammelt ihr das? Perfekt. Schaut mal an, wie perfekt die Farbe zu meinem Lidschatten-Look passt. Und dann, Freunde, das Spannendste aus der Kategorie Augen sind zwei neue Lidschattenpaletten. Bei der einen bin ich mir nicht so sicher, ob die ganz neu ist. Das ist die Nude Daring Palette. Die hat dasselbe Format wie meine Lidschattenpalette. Das ist ja diese klassische 18-Pfennige. Heißt es 18, wenn 18 Pfännchen drin sind, 18-Pfennige Palette? Mag ich sehr gerne. Ist auch so ein bisschen in die Peony-Farbe angepasst. Ich liebe die Texturen. Wir haben verschiedene Schimmerebenen mit drin. Ich swatch euch mal ein paar Farben, die ich jetzt persönlich am spannendsten finde. Das ist so ein Topperton. Wir haben diese folierten, bewegenden Töne. Also wirklich verschiedene Texturen. Ähnlich wie so ein bisschen die Huda Beauty Palette. Wow. Nice. Seht ihr diese Reflexion? Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, haben wir wirklich verschiedene Schimmerebenen. Ich weiß nicht, ob die jetzt in diesem Update neu ist oder ob die vor ein paar Tagen online exclusive mit dazugekommen ist. Sehr spannende Formulierungen. Ich mag die ganz gerne. Die sind super vielseitig. Das ist eine super günstige Alternative zu teureren High-End-Produkten. Wir haben kühle, helle Nude-Töne. Wir haben aber trotzdem klassische Braun- und Goldtöne. Kann man super viel mitmachen. Mag ich sehr gerne. Preislich liegen die, glaube ich, so bei 9 oder 12 Euro. Auch die ist komplett vegan und hat 18 verschiedene highly pigmented Farben mit drin. Und es kam eine Ergänzung zu der Slim Eyeshadow Palette. Die ist super beliebt bei euch gewesen im letzten Jahr. Und Catrice hat sie erweitert mit richtig schönen Frühlingsfarben. Wir haben hier klassische Töne mit drin. Braune, Backsteinfarben, Nude-Töne, aber auch etwas kühlere, zum Beispiel die Farbe Velvet. Und dann diese
Pop-of-Color-Shades, aber nicht nur ein, die, wo man sagt, okay, das ist eine langweilige Palette mit einer spannenden Farbe, sondern wir haben wirklich ein passendes Farbschema. Wir haben ein sehr, ja, so ein Teal-Ton, das ist die Farbe Lagoon. Sieht einmal so aus, schön grün, so ein bisschen blaugrünlich. Die Farbe Mint, das ist ein matter Ton, den ich mir super gut im Inner Corner Highlight vorstellen kann. Die Farbe Dazzling ist so eine Mischung aus einem hellen Ton und einem bläulichen Schimmer. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich zeige euch gleich die Swatches ein bisschen von der Nahaufnahme. Und die Farbe Frosty, die ich auch bei meinem Look, den ich heute trage, gut anwenden könnte. Sehr spannende Palette. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr davon sehen wollt. Ich glaube, dass das so eine Palette ist. Das sind Farben, die hat man noch nicht unbedingt. Ihr seht hier ein paar Swatches, die haben eine sehr, sehr gute Deckkraft. Also ich kann selbst über diese Augenbrauenstifte rübergehen. Fühlen sich gut an. Ist ein Pop of Color, aber nicht so ein Pop of Color, wo man denkt so, das ist vielleicht ein bisschen bunt für mich für den Alltag, sondern wirklich ein schöner, frischer, super Ton. Die New Daring Palette, ihr seht das, das ist wow. Du kriegst das kaum ab, so haftend sind die. Auch die Mono-Lidschatten. Also ich muss sagen, Catrice kann wirklich Lidschatten. Ich bin super gespannt, was dieses Jahr von Catrice alles noch kommt. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche von den beiden Paletten ich benutzen soll. Wenn ihr wollt, mache ich gerne auch nochmal ein einzelnes Tutorial zu den Paletten. Ich kann mir aber vorstellen, dass entweder ich oder eine meiner Kolleginnen auch die Paletten und die Produkte nochmal in Dev auf dem Catrice-Kanal testen werdet. Schaut da gerne vorbei, dort bin ich regelmäßig auch in diesem Jahr wieder. Und das war tatsächlich der zweite Teil der Videoreihe Catrice Update 2022. Sehr spannend tatsächlich. Also ich glaube, dass das hier so mein Favorit aus der Kategorie Augen ist. Wobei, das kann man so nicht sagen. Ich muss ja dazu sagen, ich habe schon einige Produkte gesehen, deswegen bin ich nicht ganz so überrascht davon gewesen. Aber diese Art Couleurs sind super, super gut und eine schöne Ergänzung für Lidschattenpaletten, die man schon hat. Wenn man sagt, okay, man trägt im Alltag gerne mal einen nudefarbenen Look. Ein Pop-of-Color-Mono-Lidschatten, der hält natürlich dann ewig, wenn ihr den als Inner-Corner-Highlight benutzt nur. Und der hat einen ganz, ganz anderen Look. Sehr, 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 sehr spannend. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Produkte euch davon am meisten interessieren. Abonniert gerne den Kanal und kommt am Freitag wieder, denn dort findet ihr Part 3 dieses Videos. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!